Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Roxy Games hat uns neue Informationen zum Sommer-DLC preisgegeben, beziehungsweise was wir vor dem Sommer-DLC auch noch in GTA Online bekommen werden. Zudem haben sie, und das ist das größte Thema, GTA 5 Expanded und Enhanced, ja, haben sie den Release-Datum genannt. Und zwar am 11. November wird GTA 5 auf den neuen Konsolen erscheinen. Das hat die GTA-Community sehr, sehr gespalten. Viele Zuschauer von mir sind hyped auf GTA 5, dass das nochmal in einer besseren Version auf den neuen Konsolen kommt. Viele meiner Zuschauer waren aber auch sehr, sehr dagegen und negativ eingestellt. Und die Community, die GTA-Fans generell waren so. Nicht nur meine Community, sondern die GTA-Community generell. Und das hat man auf jeden Fall auch nach der Ankündigung gemerkt, auch in den Kommentaren bei Roxy Games. Was passiert ist und was die Community sagt, was das für eine Bedeutung für GTA 6 haben wird, das schauen wir uns in diesem Video hier an. Vorher Leute, fast 60% der Zuschauer haben diesen Kanal noch nicht abonniert, aber verfolgen GTA bzw. GTA 6 Content. Und wenn du auch einer davon bist, dann tu mir einen Gefallen, abonniere diesen Kanal, um nichts mehr in Bezug auf GTA 5 oder GTA 6 zu verpassen. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Danke dir. Aber kommen wir jetzt erstmal zu diesem GTA 6 Video. Wie gesagt, Roxy Games hat ja GTA 5 nochmal neu angekündigt. Am 11. November ist es soweit, sie werden es erstmal für die PS5 und Xbox Series X rausbringen. Vom PC, keine Ahnung, haben sie nicht erwähnt, aber die Fans waren diesbezüglich sehr, sehr sauer. Ist ja ganz normal, wir warten alle auf GTA 6 und wenn Roxy Games irgendwas postet oder generell irgendwelche andere Gaming-Insider oder die E3 zum Beispiel, egal was sie posten, da wird einfach nach GTA 6 gefragt. Das ist mittlerweile einfach Fakt. Dass GTA 5 am 11. November erscheint, ist schon sehr bemerkenswert, weil Roxy Games ja angekündigt hat, dass GTA 6 eigentlich in der zweiten Hälfte von 2021 rauskommt. Das heißt, ungefähr Herbst, ja, heißt Oktober, September rum. Und jetzt, dass sie November GTA 5 rausbringen werden, zeigt eigentlich, dass sie auch von der aktuellen Situation auf der Welt betroffen sind. Und deswegen denke ich mal, dass GTA 5 so spät erscheint. Wir schauen uns erstmal an, was die Community gesagt hat in Bezug auf GTA 6. Ich habe mir mal ein paar Kommentare rausgepickt, die sehr interessant waren. Zum Beispiel hat der hier ganz einfach gefragt, wo ist GTA 6? Ganz berechtigte Frage, ja. Wir warten seit 2013, besser gesagt seit 2013 ist GTA 5 auf dem Markt und seit einer längeren Zeit haben wir nichts in Bezug auf einen neuen GTA-Teil gehört, also GTA 6. Und das sind so die Fragen, die Roxy Games generell sehr, sehr häufig bekommt. Ein anderer Fan hat folgendes geschrieben, das ist sehr, sehr schade. Aber die einzigen, die hier verantwortlich sind, sind die Spieler. Die Roxy Games immer noch mit sehr, sehr viel Geld zupumpen. Und da hat er teilweise natürlich recht. Wenn GTA Online nicht so erfolgreich wäre, wie es momentan ist, hätte Roxy Games schon längst eventuell GTA 6 angekündigt, beziehungsweise wären sie schneller dran gewesen. Dadurch, dass GTA Online so erfolgreich ist, muss sich Roxy Games keine Gedanken machen, um ein neues Spiel zu veröffentlichen. Sie machen immer noch sehr, sehr viel Geld. GTA 5 ist zum Beispiel ein Spiel, das auf Platz 1 ist, ja, auf der PlayStation, das am meisten gespielt wird oder gekauft wird, das immer noch nach so einer langen Zeit. Welches Spiel hat das überhaupt bis jetzt geschafft? Und das sind natürlich wir als Spieler schuld. Die GTA Online immer noch spielen und immer noch eventuell Sharkards kaufen und Roxy Games dadurch immer mehr Geld mit uns verdient. Er hat zum Beispiel geschrieben, bitte stoppt die Ausmelkung vom Spiel. Ich bin mein ganzes Leben lang schon ein Fan von euren Spielen, aber das ist zu viel. Wir möchten neue Spiele, ihr solltet auf die Fans hören. Da gebe ich ihm zu 100% recht. Roxy Games macht gute Spiele. Alle Spiele von Roxy Games sind sehr gut und auf einem Level, was momentan kein anderer Spielentwickler erreicht. Roxy Games, wenn sie ein Spiel veröffentlichen, da kann man sich zu 100% sicher sein, das Spiel wird perfekt. Natürlich ist deswegen auch die Enttäuschung groß, wenn wir kein neues Spiel von Roxy Games bekommen. Man muss einfach mal überlegen, Alter. Das Spiel kam auf der PlayStation 3 raus, dann auf der PlayStation 4 und jetzt nochmal auf der PlayStation 5 ein Spiel, das schon seit 8 Jahren draußen ist. Es ist im Prinzip wieder kein neues Spiel. Sie werden die Grafik verbessern, sie werden neue Updates bringen,
Aber im Kern bleibt es immer noch GTA 5. Und die Leute möchten eine neue Map haben, eine ganz neue Map, neue Animationen, neue Gameplay-Features, neue Autos, neue Charaktere, alles möchten sie von neu haben und das kann nur GTA 6 bieten. Wir wissen aber mittlerweile immer noch nicht, was die neue GTA 5-Version eigentlich kann. Eventuell wird's gut, wer weiß, aber das wird sich auf jeden Fall noch zeigen, sobald wir einen Trailer zu GTA 5 gesehen haben. Vielleicht werden sie uns ja überraschen. Vielleicht bekommen wir neue Animationen. Vielleicht bekommen wir neue Gameplay-Features. Das müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Auch hier DS Geil hat geschrieben, wenn der GTA 6 Trailer 2035 kommt, dann wird der Hype real sein, ja? Natürlich, auch wenn der Trailer 2035 kommt, ist der Hype natürlich da. Es ist GTA 6, meine Freunde. Da hat er im Prinzip recht, aber ich denke nicht, dass es so lange dauern wird. Nur die Frage ist halt, wann wird GTA 6 angekündigt? Und es geht als so weiter, Kommentare über Kommentare, wo bleibt GTA 6? Aber man muss es mal etwas logischer betrachten, meiner Meinung nach. GTA Online ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Rockstar Games ist ein Unternehmen, das natürlich Geld haben möchte, das natürlich ihre Mitarbeiter bezahlen möchte und dadurch müssen sie auch Geld gewinnen. Was kam jetzt neu raus? Die neuen Konsolen. Selbst wenn GTA 6 2023/24 erscheint, müssen sie ja weiterhin Geld verdienen und das können sie nur, wenn sie GTA 5 auch auf den neuen Konsolen releasen. Machen sie es nicht, dann wird GTA Online früher oder später untergehen, denn jeder wird sich bis dahin eine neue Konsole kaufen. Momentan steigen sowieso viele von der PS4 auf die PS5 um oder auch von Xbox One auf die Xbox Series X. Und wenn Rockstar Games nicht nachzieht, dann wird GTA Online auf den alten Generationen bleiben und GTA Online wird untergehen. Die Spielerzahlen werden untergehen und das kann sich Rockstar Games nicht leisten. Sie müssen weiterhin Geld verdienen bis hin zu GTA 6. Und ich bin mir sicher, wenn GTA 6 bereit ist, angekündigt zu werden, dann werden sie es auch früher, ja, oder später auch machen. Auch mal bedenken, was Strauss Selling damals gesagt hat. Es ist wahrscheinlich, dass GTA 6 trotzdem erscheint, ja, weil sie müssen Innovation bringen, hat Strauss Selling auch damals selbst gesagt. Innovation ist wichtig und GTA Online würde weiterhin laufen und GTA 6 würde auch weiterhin laufen. Das wäre eine Möglichkeit, die Rockstar Games und Take-Two verfolgt, dass beide Spiele weiterhin am Leben erhalten werden. Das könnte ich mir sehr vorstellen, aber ich bin mal gespannt, was die Zeit mit uns bringt. Vielleicht werden wir was dieses Jahr hören, vielleicht nächstes Jahr, aber es wird auf jeden Fall bald irgendwas kommen, hoffentlich. Hierbei bin ich sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr auch sauer auf Rockstar Games oder könnt ihr es nachvollziehen, warum GTA 5 nochmal erscheint? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst uns bitte diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, tschüss!